Mal ein kurzes Beispiel aus der Praxis, in welchen Wahnsinn ihr geraten könnt, wenn ihr hochstreitige Verfahren habt und immer wieder beim selben Richter aufbrandet und der anscheinend auch irgendwann den Verstand über den Fall verliert. Ich komme gerade aus einer Strategieberatung. Die Mandantschaft hat eine eigene, sehr erfolgreiche Modelinie. Das Ganze hat sich natürlich nur querfinanziert über den extrem gut verdienenden Ehemann, beziehungsweise kamen dann natürlich die üblichen Probleme noch hinzu im Zuge der Trennung, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist und so weiter und so fort. Probleme mit den Räumlichkeiten, mit Schimmel, Nichtbenutzbarkeit, kein Warenlager und so weiter. Also alles handfeste Gründe. Inzwischen arbeitet die Mandantin zusätzlich noch an der Rezeption, was übrigens sehr häufig ist für Frauen, die gut ausgebildet sind, gut aussehen, mehrere Sprachen sprechen und so weiter. Und trotzdem macht der Richter jetzt ein kostenträchtiges Gutachten über die Erwerbsfähigkeit bzw. die Verdienstmöglichkeiten, wenn sie weiter bei ihrer Qualifikation arbeiten würde. Das heißt, das Geld wird zum Fenster rausgeblasen.